Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute doch recht zahlreich gekommen sind und vor allem Götz Schneider und ich sind außerordentlich erfreut, mal wieder mit diesem Format der Lesung Ihnen gegenübertreten zu können. Wir haben das einige Dutzend Male getan in den vergangenen 15 Jahren, glaube ich. Also wir kommen sicherlich auf mindestens 60, 70 Lesungen. Aber die heutige Lesung ist eine ganz besondere, weil wir nicht ausschließlich aus Briefen von Theodor Heuss lesen, aus der Briefedition der Stuttgarter Ausgabe, sondern die heutige Lesung ist thematisch zugeschnitten auf das Jahr 1933 und umfasst auch andere Textgattungen, nicht nur Briefe. Das Thema des heutigen Abends ist das deutsche Schicksalsjahr 1933, das Theodor Heuss bis über seinen Tod hinaus anhaftete. Vor allem seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz irritierte Zeitgenossen wie auch Nachgeborene. So blieb auch der Literaturwissenschaftler Hans Meyer reserviert gegenüber dem späteren Bundespräsidenten. Jahrgang 1907 war er 1933 emigriert. Seine Eltern wurden im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. 1982 erinnerte er sich an Heuss. Meine Vorbehalte gegenüber Heuss haben mit seiner Politik am Ende der Weimarer Ära zu tun. Theodor Heuss und Gertrud Bäumer. In ihnen verkörperte sich in der Weimarer Republik die Reichstagsfraktion der Deutschen Demokratischen Partei. Es war die Partei Walter Rathenaus gewesen, auch die Partei der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens. Meine Familie pflegte für Heuss zu stimmen. Als die große Krise da war, am Ende der 20er Jahre, siechten die Liberalen dahin. Am Ende stand die Zustimmung der Partei und damit auch des Reichstagsabgeordneten Heuss zum Ermächtigungsgesetz für den Reichskanzler des 30. Januar 1933, Adolf Hitler. Die Menschen meiner Generation haben dies noch miterlebt, um es nie zu vergessen. Dermaßen enttäuscht hielt Hans Meyer Distanz zum Bundespräsidenten. Theodor Heuss dient heute Abend in dieser Lesung als biografische Sonde für die autoritären Herausforderungen des Jahres 1933, denen sich auch die liberale Demokratie ausgesetzt sah. Wer nun erwartet, in Heuss einen lupenreinen Demokraten zu finden, wird enttäuscht. Sogenannte lupenreine Demokraten der Gegenwart haben sich ohnehin entgegen mancher Wunschvorstellungen als illiberale Autokraten und mutmaßliche Kriegsverbrecher entlarvt. Das war Heuss natürlich nicht. Doch seine Biografie hat auch sehr viel mehr Grautöne, als das späte und oft verzerrte Bild von Papa Heuss uns sagen möchte. Und das macht ihn gerade auch so interessant für uns und auch lehrreich. Nähern wir uns dem Thema Heuss heute Abend jetzt ein Stück erstmal an. Seit 1930, als die NSDAP immer mehr Zulauf bekam, setzte sich Heuss mit dieser Partei und ihrer Führungsriege näher auseinander. So charakterisierte er im Mai 1931 Josef Goebbels in einem Zeitungsartikel. Sicher kann Goebbels Sigmund Freud nicht leiden, schon weil er ein Jude ist, aber das Seelenbild des kleinen Rheinländers schreit nach Psychoanalyse. Schmerzliche Gebrechen, die Unansehnlichkeit der Erscheinung haben zu einer Überkompensation geführt. Er ist kein Held, darum muss er vom Heldischen reden, ganz laut. Von nationalsozialistischen Störern seiner Veranstaltungen ließ sich Heuss nicht einschüchtern, wie er gegenüber einer Freundin im Frühjahr 1931 versicherte. Wenn ich gelegentlich in Veranstaltungen kräftig haue, es kommt nur selten vor, dann nicht, weil ich das Bedürfnis zum Schimpfen hätte, sondern weil man gerade den Nationalsozialisten ganz primitiv zeigen muss, dass man gegenüber ihrem massierten Gefühl der Herrschaft keine Angst hat. Man hilft damit auch einer teilweise eingeschüchterten Gesellschaft über feige Empfindungen hinweg. Mit seiner Schrift Hitlers Weg publizierte Heuss Anfang 1932 als einer der ersten eine sachlich fundierte historisch-politische Studie über den Nationalsozialismus. Dort sparte er auch nicht mit Kritik an der NS-Rassenideologie und am Antisemitismus. Das Kapitel von Hitlers Mein Kampf, das von dem Juden handelt, ist im Übrigen verzerrt und kenntnislos.
in der Tonlage, man kann nicht anders sagen, subaltern und brutal. Die Zerstörung jüdischer Friedhöfe muss eine Gemeinschaft tief treffen, in der im Widerspruch zu allem Geschwätz von der individualistischen Auflösungskraft des Jüdischen die Familie lebensvolle Bindung auch in die Vergangenheit bedeutet. Sie beschmutzt uns alle. Wir tragen einen Fleck an uns herum, seit in Deutschland solches feig und ehrfurchtslos möglich wurde. Heuss erkannte in seinem Buch durchaus, dass die NSDAP bei aller Revolutionsrhetorik letztlich auf das demokratische Mehrheitsprinzip als Instrument für die Machtübernahme setze. Legalität heißt heute Formung oder Bestätigung durch den Mehrheitswillen. Der Verhöhner der Demokratie unterwirft sich, schwörend deren Technik und Idee. Indem er das tut, suggeriert er seiner Gefolgschaft, es handelt sich hier nicht um einen Wandel des Glaubens, sondern um das Einschalten einer Periode der Anpassung, um Zeitgewinn, um etwas Geduld. Denn morgen, übermorgen werden wir die Mehrheit der Stimmen besitzen. Und Mehrheit, das ist Macht. Bei einer Rede im vollbesetzten Reichstag im Mai 1932 ließ sich Heuss auch nicht von den permanenten Zwischenrufen aus der über 100-köpfigen Fraktion der NSDAP einschüchtern. Als Josef Goebbels Heuss vorhielt, er verfüge ja über gar keinen Anhang mehr, erwiderte dieser: Herr Dr. Goebbels, ich vertrete hier meine Auffassung und Sie haben einmal einen Augenblick die Freundlichkeit, Ihr erregtes Getue zu mäßigen, soweit Ihnen das möglich ist. Ich werde mir nachher das Vergnügen machen, mich auch mit Ihnen noch etwas zu unterhalten. Aber Sie müssten eigentlich wissen, dass Ihnen für diese Reichstagssession in toto ein anständiges, manierliches und biederes Verhalten zur Auflage gemacht worden ist. Das gilt wohl auch für Sie. Ich möchte Sie deshalb bitten, diese Anweisung auch während meiner Rede mit zu berücksichtigen. Doch indem Heuss sowohl in seiner Reichstagsrede wie auch in seinem Buch Hitlers Weg Hitler und die nationalsozialistische Bewegung immer wieder mit vergangenen Phänomenen verglich, unterschätzte er auch das Neuartige dieser totalitären Führerpartei und der sie tragenden Massenbewegung. So endete seine Rede im Reichstag: Die Ausstattung des Dritten Reiches wird aus einem Großausverkauf von neu lackierten und aufgeputzten Ladenhütern der wilhelminischen Epoche bezogen sein. Und davon, meine Herren, haben wir, denke ich, genug gehabt. Ende 1932, als die NSDAP bei den Reichstagswahlen empfindliche Stimmenverluste hinnehmen musste, sah Heuss den Zenit der Bewegung bereits überschritten, warnte aber dennoch in seinem Brief an Robert Bosch: Wie sich hier die politischen Dinge entwickeln, ist noch reichlich undurchsichtig. Ich möchte für meine Person hoffen, dass Neuwahlen noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die Hitlerei dürfte bei ihrer gegenwärtigen Krise sich nicht mehr erholen. Aber es wäre gefährlich, sie als Machtfaktor zu unterschätzen, denn in ihrem Apparat kämpfen Tausende doch einfach um ihre ökonomische Lebensstellung. In der Tat, der Wille zur Macht wurde unterschätzt, als Hitler auf Betreiben konservativ-autoritärer Eliten am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde. Neben Hitler und dessen Vizekanzler Franz von Papen gehörten der neuen Regierung 2 Nationalsozialisten und 8 Konservative an. Dieses Kabinett der nationalen Konzentration charakterisierte Heuss wenige Tage später in einem Brief an den Historiker Peter Rassow nicht unzutreffend. Wenn Sie nun meine Meinung über das Zustandekommen und die Kräfte der gegenwärtigen Regierung hören wollen, so könnte darüber ein langes Kapitel geschrieben werden. Es ist, wenn ich die Dinge richtig beurteile, im Augenblick so, dass Papen glaubt, eine Mission zu haben, nämlich den Nationalsozialismus zu fesseln, den er selber für gefährlich hält, und ihn in eine Krise zwischen seinen sozialistisch-revolutionären und seinen nationalistisch-spießbürgerlichen Elementen zu drängen. Er glaubt, dass er die tatsächliche Machtsituation durch seine diktatorielle Stellung in Preußen besitzt, wo die übrigen Reichskommissare nur eine Art von Staatssekretären sind. Und er glaubt, dass er die Polizei in der Hand behalte.
Auch soll die Reichswehr gegenüber der Hitlerei zurzeit ziemlich immun sein, was ich nicht beurteilen kann. Man glaubt also, Hitler im Kabinett, wo er ja personell schwach vertreten ist, in der Zange zu haben. Er soll sozusagen der Reklamechef der Regierung sein können, aber in den sachlichen, vor allem sozialwirtschaftlichen Entscheidungen gehemmt bleiben. Soweit ich höre, ist er im Kabinett auch in diesen Dingen zurückhaltend, weil er von ihnen nichts versteht. Bei den Deutschnationalen ist ja im Augenblick auch schon eine Katerstimmung spürbar, weil sie merken, dass diese Rechnung einige sehr fragwürdige Posten besitzt. Nämlich vor allem denen, dass heute miteinander die formale Macht und Kompetenz des Büros und Ressorts mit der Dynamik der Straße, der Versammlung, des Rundfunks ringen, indem Hitler den anderen die zögernden sachlichen Entscheidungen, die unentbehrlich sind, überlässt und nur für ein paar Wochen Zeitgewinn haben will, organisiert er die Macht der Straße. Die Macht der Straße wusste Hitler durchaus zu organisieren. Nachdem auf Veranlassung Hitlers Reichspräsident Hindenburg den Reichstag aufgelöst und Neuwahlen anberaumt hatte, wurden Versammlungen und Pressefreiheit per Notverordnung eingeschränkt. In Preußen regierte der staatlich sanktionierte Terror durch den dortigen kommissarischen Innenminister Hermann Göring, der SA-Truppen zu Hilfspolizisten ernannte und die Polizei zu einem rücksichtslosen Vorgehen gegen politische Gegner aufhetzte. Heuss erkannte durchaus den Ernst der Lage, blieb aber in seinem Aufruf, mit dem ein Artikel zu diesem Umbruch endete, ein wenig kraftlos. Die deutsche Lage ist ungeheuer ernst geworden. Deutschland wird heute mehr als seit langem das Land bleiben, das des Ausgleichs bedarf. Das fordert die Kraft der inneren Unbefangenheit und Unabhängigkeit, die gegenüber der Phrase das Sachliche, gegenüber der Gewalt das Recht, gegenüber dem zerstörenden Hass als Gewerbe, die verstehende Liebe als Pflicht kennt. Seine politische Aufgabe sah Heuss jetzt im Wahlkampf für seine Partei, die Deutsche Staatspartei. Er agitierte vor allem gegen den Gegner von rechts, der nach dem Reichstagsbrand Ende Februar mit einer weiteren Notverordnung wesentliche Grundrechte außer Kraft setzte. Seiner Ehefrau schrieb er am 1. März aus Potsdam: Liebe Elli, die Weltgeschichte sorgt ununterbrochen für neue Situationen und Aufgaben. Ich bin gespannt, wie ich mich in Mainz heute Abend durch die Notverordnung von gestern hindurchwinde. In Frankfurt ist es am Montag glänzend gelungen. Es waren etwa 600 Leute da, die sehr gut mitgingen. Über die Berliner Dinge kann ich mir noch keinen rechten Reim machen. Sie haben einen zu exzessiven Zug nach Kolportage. Aber es verschwindet natürlich alles in Kombinationen und Gerüchten. Ich bin nur froh, dass die Reichstagsbibliothek gerettet wurde. Ich muss gestehen, das war Montagnacht, als wir nach der Versammlung von dieser bösen Geschichte hörten, meine ärgste Sorge. Persönlich geht es mir ganz ausgezeichnet. Ich schlafe gut und bin aufs Beste versorgt. Dass aber andere Menschen größere Sorgen als die Reichstagsbibliothek hatten und von den nationalsozialistischen Terrormaßnahmen um den Schlaf gebracht wurden, dämmerte dann wohl auch Theodor Heuss, wie er einem Freund mitteilte. Berlin ist wieder wahrscheinlich aber nicht allein die Fabrik von Gerüchten. Besonders wird kolportiert, dass im Stillen viele wüste Ausschreitungen vorkommen, Menschen aus ihren Häusern geholt werden und in braunen Kasernen verprügelt. Wenn man sie entlässt, werden dann Protokolle hinterher aufgenommen und einige solche Protokolle scheinen ins Ausland gekommen zu sein und das heutige Regierungsdementi veranlasst zu haben. Die richtige Polizei ist im Stillen wütend über die Ausschreitungen, die von SA und auch von Hilfspolizei vorkommen oder doch stark vorgekommen sind. Ob die Beschwörungen von Hitler die Sache rasch in Ordnung bringen, scheint fraglich, weil Göring ja auch heute noch einen anderen Ton anschlägt. Solange nicht die Nazi-Regierung einige ihrer ausschreitenden Leute wirklich fest und exemplarisch bestraft, wird, fürchte ich, die Beruhigung nicht eintreten. Denn bislang konnten diese Leute immer mit Deckung von oben rechnen. Das Ergebnis der Reichstagswahlen vom 5. März 1933 war für die Partei von Heuss enttäuschend. Sie erhielt gerade mal 0,9% der Wählerstimmen
und errang nur dank einer Listenverbindung mit der SPD 5 Mandate, darunter eines für Heuss. Zwar nicht die NSDAP alleine, aber die Parteien der Koalitionsregierung erhielten die absolute Mehrheit von 52%. Nach 3 Jahren hatte also eine Regierung erstmals wieder eine Mehrheit im Reichstag. Aber an die parlamentarischen Spielregeln wollte sie sich nicht halten. Der ersten Reichstagssitzung in der Berliner Krolloper am 21. März ging vormittags der sogenannte Tag von Potsdam voraus. Ein Tag voller Symbolgehalt für den neuen Reichstag und für das NS-Regime, an dem sich preußische Hohenzollern-Tradition mit nationalsozialistischem Aufbruch zu vermählen schien. Dem eigentlichen Festakt in der Garnisonkirche wurden Eröffnungsgottesdienste vorgeschaltet. Heuss, selber Protestant, wandte sich im Vorfeld in einem Brief an den Generalsuperintendenten Otto Dibelius, der in der Nikolaikirche vor den evangelischen Abgeordneten predigen sollte. Angesichts der nationalen Aufbruchsstimmung, die sich große Teile der evangelischen Kirche bemächtigte, warnte Heuss ihn. Verehrter Herr Dr. Dibelius, wie ich gestern Abend in der Kreuzzeitung las, werden Sie in der Potsdamer Nikolaikirche die Predigt anlässlich der Eröffnung des Reichstags halten. Sie werden mir die Freiheit gestatten, dass ich Ihnen aus persönlicher Verehrung und ernster Sorge heraus ein paar Zeilen schreibe. Ich brauche Ihnen am wenigsten davon zu sprechen, welche Verantwortung heute auf der evangelischen Kirche liegt. Das wird gewiss von niemandem lebhafter empfunden als von Ihnen selber. Ich glaube, es handelt sich um einen historischen Einschnitt, gleich viel wie in kirchlichen Kreisen aus der politischen Perspektive heraus die deutsche Entwicklung betrachtet wird. Es würde in der historischen Durchschau heute nichts verhängnisvoller sein als eine opportunistische Haltung. Wenn die Kirche heute dem Staat gegenüber eine so geistliche als weltliche Aufgabe besitzt, dann ist es doch die Mahnerin des Gewissens zu sein. Es müsste in dieser Stunde ein starkes und vernehmbares Wort gesprochen werden, das dem staatlichen Leben im Walten der Gerechtigkeit gegenüber der bloßen Machttechnik den tieferen Sinn zurückgibt. Es müsste vor allem das Wort aus den Sprüchen über diese Tage gestellt werden: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Dibelius kam diesem Vorschlag nicht nach und wählte einen anderen Bibelspruch, nämlich: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er gestand der Regierung harte und rücksichtslose Maßnahmen gegenüber den Gegnern des Staates zu, doch müssten diese, laut Dibelius, nach Wiederherstellung der Ordnung Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einziehen lassen. Den Opfern des NS-Terrors, die es bis zu diesem Zeitpunkt vor allem unter Kommunisten und Sozialdemokraten gegeben hatte, gedachte Dibelius freilich nicht. Gehörten sie doch für ihn zu denjenigen, welche die öffentliche Ordnung untergraben hätten. Heuss war aber nicht unzufrieden mit der Predigt und zeigte sich auch von der anschließenden Rede Hitlers in der Garnisonskirche sich beeindruckt, wie er tags darauf seiner Frau berichtete. Die Predigt von Dibelius war formal sehr gut, nach meinem Empfinden wieder etwas zu gut, sehr gebildet, allerhand historische Zitate, aber auch so, dass er meinen Wunsch ordentlich erfüllt hat. Der Staatsakt ist ordnungsgemäß verlaufen, Hitlers vorgelesene Rede maßvoll, sehr allgemein, einige gute Formulierungen, aber noch ohne konkrete Zielsetzung. Ich bin nun wirklich gespannt, ob die morgen zu erwartende Regierungserklärung die kommenden Aktionen verdeutlichen wird. Die Regierungserklärung Hitlers am 23. März ließ an Deutlichkeit nichts vermissen. Denn an diesem Tag brachte die Regierung das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich in den Reichstag ein. Dieses Ermächtigungsgesetz sah vor, für einen Zeitraum von 4 Jahren der Regierung das Gesetzgebungsrecht ohne Mitwirkung von Reichstag, Reichsrat und Reichspräsidenten einzuräumen. Ferner durften Gesetze auch von der Verfassung abweichen. Die Gewaltenteilung war aufgehoben. Als verfassungsänderndes Gesetz benötigte es eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag, von dem die kommunistischen Abgeordneten und auch einige von den Sozialdemokraten gewaltsam ferngehalten wurden.
Durch vage Kultur- und kirchenpolitische Versprechungen gelang es Hitler, die katholische Zentrumspartei für sich zu gewinnen. Damit wäre eine Zustimmung der Linksliberalen für die Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr nötig gewesen. Heuss hatte an Dibelius geschrieben, dass in der gegenwärtigen Situation nichts verhängnisvoller sei als eine opportunistische Haltung. Wie verhielt er sich nun in dieser entscheidenden Situation im Kreise seiner Fraktion? Er plädierte für eine Ablehnung des Gesetzes, doch überliefert ist uns von ihm eine Enthaltungserklärung für den Reichstag, aus der Götz Schneider zitieren wird. Die Wahl des 5. März hat in der politischen Machtlage einen Tatbestand geschaffen, der von uns in seinen Folgerungen gerade nach unserer staatlichen Grundhaltung heraus anerkannt wird. Die Reichsregierung hat die eindeutige Bestätigung durch eine Mehrheit des Volkes erhalten. Sie kann auf dieser Grundlage verfassungsmäßig jene gesetzgeberischen Maßnahmen treffen, die sie für die Überwindung der sozialen, wirtschaftlichen und staatlichen Not für erforderlich hält. Aber die Formulierungen des vorliegenden Ermächtigungsgesetzes erlauben uns nicht, nach pflichtgemäßer Überprüfung ihm unsere Zustimmung zu geben. Würde die Regierung ein einfaches Ermächtigungsgesetz für die notwendige staatliche Gesetzgebung gefordert haben, so hätten wir, so wenig wie bei früheren Anlässen, unsere positive Mitwirkung versagt. Die Ermächtigung in der Norm der Gesetzgebung, die Grundzüge der Verfassung zu verlassen, erfüllt uns mit großer Sorge, wenn wir an die Unabhängigkeit der Gerichte, an die Sicherung des Berufsbeamtentums und seiner Rechte, an die staatsbürgerliche Gleichberechtigung und an die Entfaltung des künstlerischen und wissenschaftlichen Lebens denken. Aus unserem Gewissen heraus können wir an der Verantwortung nicht teilnehmen. Um der Klarheit der kommenden Verantwortung willen bestreiten wir aber der Regierung nicht das Recht auf die Chance der Entscheidung. Wir werden uns darum der Stimme enthalten. Doch dazu sollte es nicht kommen. Heuss und ein Parteifreund wurden von den drei Fraktionskollegen überstimmt. So stimmten die Abgeordneten geschlossen im Reichstag mit allen anderen Parteien, mit Ausnahme der Sozialdemokraten, für ein Gesetz, das die Weimarer Reichsverfassung und die parlamentarische Demokratie aus den Angeln hob. Was hatte die Vertreter auch demokratischer Parteien bewogen, ihrer Selbstentmachtung zuzustimmen? War es Furcht vor der massiven SA-Präsenz im Reichstag, die Angst um das eigene Leben und die berufliche Zukunft? Bei Heuss ist davon weniger zu spüren, wie ein Brief an einen Heilbronner Freund wenige Tage später anklingen lässt. Ich soll morgen am Sonntag in dem Parteiausschuss von Hessen-Nassau sprechen. Am Nachmittag fahre ich zurück. Elli war sehr unglücklich, dass ich wegfuhr und hat mir heute früh fast einen Nervenkollaps mit Weinen und so weiter bekommen. Daran ist Stolper. Das ist ein jüdischstämmiger Freund von Heuss, der kurz vor der Emigration stand. Stolper schuldig, der gestern in einer Art von Panikstimmung war, sein Geld zu mir brachte und mich beschimpfte, dass ich jetzt zu politischen Veranstaltungen gehe, bei denen ich ausgehoben werde, in Schutzhaft komme und so fort. Es habe doch keinen Wert. Ich habe nun hier eine andere Auffassung. Gerade wir paar Abgeordneten müssen uns jetzt zur Verfügung halten, um die persönlichen Beziehungen nicht völlig abreißen zu lassen. Gewichtiger war hingegen auch für Heuss ein Motiv, das mit der Zustimmung zum Gesetz die Hoffnung verband, die revolutionäre Gewalt der Straße in legale Bahnen zu lenken und so zu beenden. So heißt es in einer Erklärung der 5 Reichstagsabgeordneten. Wenn schließlich die Entscheidung für die Zustimmung fiel, so war ausschlaggebend die Erwägung, dass mit der Annahme des Ermächtigungsgesetzes die Sprengung der Gesetzlichkeit in der zentralen Stelle der Reichsführung vermieden wurde. Ein Scheitern des Gesetzes hätte mit innerer Notwendigkeit die revolutionären Kräfte nicht nur der Zentrale, sondern im Land draußen in Bewegung gebracht. Ungeachtet der Aushebelung von Grundrechten und Rechtsstaat flüchtete sich die Partei von Heuss in einen demokratischen Legalismus, welcher der einmal gewählten Regierung alle Vollmachten zugestand. So in einem Rundschreiben der Partei zum Ermächtigungsgesetz. Als Demokraten haben wir uns einem Volksvotum zu beugen.
Und es darf in unseren Reihen kein Zweifel darüber obwalten, dass die gegenwärtige Reichsregierung gesetzlich gültig im Sinne der Verfassung besteht und ihre Anordnungen zu befolgen sind. Die Deutsche Staatspartei ist eine Partei der Verfassungs- und Gesetzestreue. Gleich viel, welche Regierungen am Ruder sind, sie müssen von uns anerkannt und voll respektiert werden, wenn sie sich auf den klaren Mehrheitswillen des Volkes stützen. Auch wenn eine legale Gesetzgebung sich parteipolitisch ungünstig auf uns auswirkt, haben wir die Gesetze restlos zu beachten. Niemand von uns kann je illegal arbeiten oder die Gesetze zu umgehen suchen. Wer es tut, stellt sich außerhalb der Partei. Indem die Reichsregierung durch ein Ermächtigungsgesetz alle Vollmachten und Sicherheiten erhalten hat, steigert sich auch ihre Verantwortung dafür, dass überall gesetzliche und ordnungsgemäße Zustände wieder eintreten. Sicherlich war auch Unterschätzung des Nationalsozialismus bei der Zustimmung im Spiel. Wenn Heuss hoffte, dass die Diktaturgewalt der Regierung sich begrenzen lasse. Nun muss es keineswegs so sein, dass mit der Diktatur, gleich viel wie sie zustande kam, die Richtung auf den totalen Staat verbunden ist. Sie kann sich ganz bewusst auf die eigentlich machtpolitischen Stellungen im Staat begrenzen, auf ihre Sicherung und im Übrigen die gesellschaftlichen Kräfte im wirtschaftlichen und kulturellen Leben freistellen. Nicht aus Schwäche, sondern ganz bewusst, um den Staat in seinen Aufgaben nicht zu überlasten. Und schließlich ist noch ein weiteres Motiv zu erwähnen, nämlich ein Demokratieverständnis, das die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz zu einer folgerichtigen Entscheidung machte. Bereits in den 20er Jahren führten die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Reichstag und die instabilen Koalitionsregierungen zu einer fortschreitenden Desintegration des parlamentarischen Systems. Auch Liberale griffen zunehmend populäre Kritik an vermeintlichen Schwächen der Verfassung und einer zu starken Stellung des Reichstags auf. Mit Beginn der Präsidialregierungen unter Heinrich Brüning, die Heuss unterstützte, begab sich das Reich auf den Weg in eine autoritäre Demokratie. Diese Abkehr von einer liberalen parlamentarischen Demokratie begrüßten die Linksliberalen, die sich 1930 in der Deutschen Staatspartei mit dem neokonservativen und antisemitischen Jungdeutschen Orden zusammengeschlossen hatten. Nun standen Autorität und Führertum, ein starker, handlungsfähiger Staat, der einen einheitlichen Willen von Volk und Nation repräsentierte, auf der Agenda der Nachfolgepartei. Deren Vorsitzender machte das auf dem Gründungsparteitag deutlich. Der war aber nicht Heuss, sondern Hermann Dietrich. Wir gehen davon aus, dass das Zeitalter des Liberalismus hinter uns liegt. Die völlige Entartung der Meinungs- und Pressefreiheit verwirrt die Seele des Volkes immer mehr. Die Deutsche Staatspartei will die Partei des heutigen Staates sein. Die Bürger, erzogen zu wahren Gliedern des Staates, dienen ihm als Verkörperung ihres Volkes. Heuss stellte im Spätsommer 1931 klar, dass schwankende Zeiten nicht die Diskussion und das Suchen der Mehrheit brauchen, sondern die Konzentration der Verantwortung in einem Führerwillen. Andere Liberale brachen regelrecht mit der parlamentarischen Demokratie und favorisierten autoritäre Lösungen, wie zum Beispiel der preußische Finanzminister Hermann Höpker-Aschoff nach 1945, also der frühen Bundesrepublik, erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Die parlamentarisch-demokratische Regierungsform muss ein Volk und einen Staat in das Unglück hineinführen. Wenn wir nicht eine starke Führung, eine Autorität der Regierung herausarbeiten können, so müssen wir uns mit einer Diktatur abfinden. Wenn sie in Form von Brüning kommt, ist die tragbar, weil nicht ein Abenteurer diese Diktatur führen würde. Tragbar wurde dann die Diktatur aber auch in der Form von Hitler, wie sich am 23. März 1933 ankündigte. Dass damit die Demokratie von Weimar begraben wurde, war den Verantwortlichen durchaus bewusst. Mit einer gewissen Genugtuung schrieb einen Tag vor der Abstimmung der württembergische Wirtschaftsminister und Reichstagsabgeordnete Reinhold Meyer seiner Ehefrau: Ich habe gut geschlafen.
Heute früh entwarf ich die Erklärung der 5 Reichstagsabgeordneten der Deutschen Staatspartei zum Ermächtigungsgesetz. Heikle Sache. Aber wir müssen auch durch dieses Nadelöhr durch. Und der Staat von Weimar ist begraben. Noch in einer Zeitungsglosse vom 8. April äußerte Heuss Verständnis für die Absichten, die hinter dem Ermächtigungsgesetz standen. Das Kabinett Hitler baute die gewonnene Machtmöglichkeit aus, indem es vom Reichstag die Ermächtigung forderte, das Recht der Legislative auf sich selber zu konzentrieren und bei der Setzung neuer Normen von der Technik und wohl auch Sinngebung der Weimarer Verfassung abzuweichen. Man wird wohl sich nicht täuschen, wenn man die Konzentration der Entscheidung im Kabinett auch als einen Schutz vor dieser parlamentarischen Mehrheit deutet. Das heißt, man möchte dagegen gesichert sein, dass aus den parlamentarischen Fraktionen Wünsche und Forderungen, Anträge und Entwürfe erwachsen, in denen sozialwirtschaftliche oder weltanschauliche Gegensätze zwischen den Gruppen innerhalb der Gruppen störend sichtbar würden. Mit einer solchen Absage an die pluralistische parlamentarische Demokratie hatte sich die Grenze zum Nationalsozialismus verflüssigt. Die Sehnsucht nach einem demokratisch beglaubigten Führer, und das war es ja, worauf das Ermächtigungsgesetz abzielte, machte auch Heuss blind gegenüber den Gefahren der NS-Ideologie, mit der er sich doch so intensiv beschäftigt hatte. Ungewollt überschritt er damit auch die Grenze zum totalitären Staat. Gegenüber dem weiteren Prozess der Gleichschaltung und der Terrorisierung weltanschaulicher Gegner verhielt sich Heuss zwiespältig. So zeigt er sich in einem Brief betroffen von den Boykottmaßnahmen gegen Juden am 1. April, schenkte aber offensichtlich auch den offiziellen Berichten Glauben, dass Gräuelmeldungen aus dem jüdischen Ausland diese Boykotte provoziert hätten. Die Judenhetze empfinde ich ganz furchtbar, besonders, dass sie so dargestellt wird, als ob das deutsche Volk gezwungen sei, sich gegen die deutsche Judenschaft zu wehren. Die Gräuel sind, soweit sie groß gestartet wurden, offenbar aus dem ostjüdisch-kommunistischen Ghetto von New York und London. Aber der Protest gegen sie wird doch in der moralischen Wirkung draußen verdorben, wenn die seelische und wirtschaftliche Misshandlung von Kaufleuten, Ärzten, Anwälten angeordnet wird. Der heutige Boykott in den Straßen von Berlin war schlechthin beschämend. Ich finde es beelendend, moralisch, dass man das jetzt nicht sagen kann, weil es keine Zeitung abdrucken würde. Man kriegt einen Kropf von verschluckten Wahrheiten. Was soll denn aus allen den Menschen werden, die man jetzt auf die Straße wirft? Kritik an den Maßnahmen des NS-Regimes konnte sich auch mit antijüdischen Vorurteilen vermengen. Als im Mai 1933 2 seiner Werke auf die berüchtigten schwarzen Listen gesetzt, von der deutschen Studentenschaft an sogenannte Schandpfähle genagelt und öffentlich verbrannt wurden, teilte Heuss einem Freund mit: Der Sohn Ludwig schreibt etwas kläglich aus Bonn. Er fühlt sich einstweilen isoliert, hat noch keine Kameraden gefunden und ist offenbar tief getroffen gewesen, als er an dem Schandpfahl der deutschen Nation, den die Bonner Studentenschaft errichtet hat, den Namen seines Vaters vorfand. Er rechnet sogar damit, dass er deshalb nicht immatrikuliert wird, was ich aber für übertriebene Panikstimmung seiner Einsamkeit halte. Er tut mir innerlich furchtbar leid, da er nur das Grausame dieser Zeit erlebt und empfindet. Gegenüber der Aktion der Studenten scheint man ganz wehrlos zu sein, da niemand die öffentliche Verantwortung trägt. Einige der Leute, die auf der Liste stehen, sind ja menschlich keine schlechte Nachbarschaft. Aber daneben findet sich auch das entwurzelte jüdische Literatentum, gegen das ich durch all die Jahre gekämpft habe. Und das ist weniger schön, mit diesen in die Geschichte einzugehen. Entwurzeltes jüdisches Literatentum. Damit meinte Heuss vor allem linke jüdische Publizisten wie Kurt Tucholsky, die durch ihre ätzende Fundamentalkritik die parlamentarische Demokratie von Weimar untergraben hätten. Gegenüber diesen ideologiegeleiteten Journalisten bekundete Heuss bereits in der Weimarer Republik seine Abneigung und vertrat eine seiner Auffassung nach pragmatische Politikeinstellung. Bedenklich sind seine Äußerungen aber allemal. Bediente er sich doch des Stereotyps vom ewig wandernden Juden
und war damit einem kulturellen Antisemitismus gefährlich nahe. Maßnahmen der Gleichschaltung konnte Heuss durchaus etwas abgewinnen, wenn sie Forderungen der Liberalen aus der Weimarer Republik aufgriffen. In einem Artikel vom April sah er in der Ausschaltung des Länderparlamentarismus zugunsten eines zentralistischen Einheitsstaates Wünsche nach einer Reichsreform erfüllt, die in Weimar die politischen Lager bis hin zur SPD bewegt hatte. Die nationale Revolution hat das nachgeholt, was im Winter 1918-1919 versäumt wurde. Sie konnte es nachholen, weil in der Zwischenzeit zwei Voraussetzungen geschaffen waren. Die Durchdringung der Länder mit Reichsgesetzgebung und Reichsbehörden und das offenbar gewordene Versagen des kleinen und mittelstaatlichen Parlamentarismus. Den Parlamentarismus aus dem Betrieb der Länder auszuscheiden, stand im Programm der meisten Reformer. Die Politisierung der Landtage wurde unwillkommene Begleiterscheinung einer Zeit, da bis in die Winkel des öffentlichen Daseins der große Kampf um die nationalen Entscheidungen einwirkte. Die plebiszitäre Demokratie, die die NSDAP zur Macht getragen hatte, ist immer kompakter und schlagkräftiger als die parlamentarische, die bei der deutschen Parteienlage in den Kräfteausgleich ausweichen, die eindeutige Entscheidung vermeiden musste. Doch jenseits der Machtpolitik wollte Heuss der Gleichschaltungspolitik auch Grenzen setzen, wie er Anfang Juli in einem Leitartikel deutlich machte. Es gibt kein Metermaß für deutsche Geistigkeit und deutsches Empfinden, kein Schema des deutschen Formausdrucks. Die deutschen Militärmärsche sind schön und sie sind gut, wenn man marschieren muss, denn sie bestimmen Tempo und Haltung des Willens. Aber ein Volk kann nicht immer marschieren. Sein geistiges Leben ist eine wechselreiche Symphonie, die auch Dissonanzen kennt und löst. Es ist nicht unter den Totalitarismusbegriff zu bringen, der weit sein möchte, aber in seinem Unterton des angeordneten und verordneten Einengung bedeutet. Heuss erinnerte damit vor allem an die innere Freiheit des Individuums. Uns freilich will scheinen, dass die staatliche Totalität ihre Grenze finden muss im Religiösen, im Schöpferischen der Künste und der Wissenschaften, in der sittlichen Autonomie der in sich selber gegründeten Persönlichkeit. Für Kritik an der rücksichtslosen Herrschaftspraxis, welche die Verfassung mit ihren Grundrechten und den Rechtsstaat zunehmend außer Kraft setzte, blieb bei Heuss nur wenig Raum. Dies hätte das Regime wohl auch kaum noch zugelassen. Heuss selber geriet in den Fokus der Gleichschaltungspolitik, verlor sein Reichstagsmandat, seine Dozentur an der Deutschen Hochschule für Politik und seine Aufgaben als Verbandsfunktionär. Als Herausgeber der Zeitschrift Die Hilfe und Journalist distanzierte er sich in seinen Artikeln vom brutalen und zynischen Jargon des NS-Führerstaates und setzte sich zwischen den Zeilen kritisch mit manchen Erscheinungsformen im nationalsozialistischen Deutschland auseinander. So verwahrte er sich auch noch Mitte 1934 in einer Zeitungsglosse gegen das NS-Hetzblatt Der Stürmer, in dem über angebliche jüdische Ritualmorde berichtet wurde. Lasst es genug sein, denn Sie, die nationalsozialistischen Antisemiten, bilden auch den Typus, der von der neuen Weltanschauung des Heroismus spricht. Zum Heroismus gehört nicht nur die Bereitschaft zum Opfer, sondern auch zur Ritterlichkeit gegenüber dem Niedergeworfenen. Es gibt nicht nur die blutigen, sondern auch die seelischen Pogrome. Und als die SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps mehr Zivilcourage als Teil eines SS-Ehrenkodexes einforderte, da richtete Heuss diesen Appell gegen seinen Urheber. Wenn er für Vielfalt plädierte? Gegen die Gefahr eines Meinungskollektivismus, in dem die Buntheit des Lebens und der Wertungen in einer unerwünschten Neufassung des Korrekten bedroht wird. So war es letztlich nicht verwunderlich, dass Heuss Ende 1936 seine Herausgeberschaft auf Druck des Propagandaministeriums abgeben musste. Wie er und seine Familie die Jahre bis 1945 erlebten, dies geht nun weit über das Thema unserer heutigen Veranstaltung hinaus und wäre Gegenstand einer eigenen abendfüllenden Lesung. Doch eine Frage soll uns noch kurz beschäftigen. Wie ging Theodor Heuss nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinem Verhalten von 1933 um? Bekannt
sind ja seine Bemühungen als Nachkriegspolitiker und Bundespräsident, die Verbrechen der nationalsozialistischen Zeit anzusprechen, in Erinnerung zu behalten und begangenes Unrecht wieder gut zu machen, soweit das denn überhaupt möglich war. Doch seinen eigenen Umgang mit den autoritären Herausforderungen des Jahres 1933 unterzog er keiner kritischen Selbstreflexion. Einem Publizisten antwortete er auf dessen Nachfrage Ende 1947: Die Frage des Ermächtigungsgesetzes wird heute als Geschichtsvorgang furchtbar überschätzt. Die Virulenz und Turbulenz der revolutionären Gewaltaktionen hatten sich schon vorher durchgesetzt und kümmerten sich um ein Ja oder Nein nicht. Ich selber wäre froh, sozusagen als biografische Notiz das Nein in meiner Lebensgeschichte zu haben. Ich habe das in meiner Bekundung zum Ärger mancher Leute historisches Stilgefühl genannt. Aber ein Schuldgefühl der Geschichte gegenüber habe ich nun in der Tat nie gehabt. Die bösen Dinge liefen nach einem anderen Gesetz. Damit unterschätzte Heuss das Ermächtigungsgesetz noch immer. Immerhin machte es die Regierung Hitler unabhängig von Reichstag und Reichspräsidenten und war Grundlage für zahlreiche einschneidende Gesetze, mit denen die Gleichschaltungspolitik durchgesetzt und Verfassungsgrundsätze durchbrochen wurden. Außerdem hüllte das Gesetz den Machtstaat in den Mantel einer scheinbaren Legalität und gab ihm Akzeptanz im In- und Ausland. Auch noch als Bundespräsident wurde Heuss immer wieder mit seinem Verhalten von 1933 konfrontiert, reagierte darauf empfindlich und wiegelte ab, so auch 1958 gegenüber einem Rechtsanwalt. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen die parteiinternen Auseinandersetzungen vorzutragen, die zur Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz geführt haben. Sie werden, denke ich, so wenig wie ich daran zweifeln, dass Hitler seine Politik auch ohne die Quasi-Legitimierung durch jenen Akt durchgeführt haben würde, wie er es getan hat. Ich entsinne mich nicht, dass in jenem Gesetz auch die Ermächtigung zum straflosen Mord enthalten war. Auch hier irrte Heuss immer noch. Das Ermächtigungsgesetz ermöglichte Gesetze, mit denen zum Beispiel wenige Tage später rückwirkend die Todesstrafe für weitere Vergehen vorgesehen wurde, so zum Beispiel auch für den mutmaßlichen Reichstagsbrandstifter Marius von der Lubbe. Oder 1934 wurden die staatlichen Morde im Umfeld des sogenannten Röhmputsches ebenfalls rückwirkend für rechtmäßig erklärt, und zwar ausdrücklich unter Berufung auf das Ermächtigungsgesetz. Erst am Ende seines Lebens, in einem nachgelassenen Fragment seiner Erinnerungen, erkannte Heuss, wie folgenreich sein Abstimmungsverhältnis im Reichstag war, vor allem aber für ihn persönlich. Jeder von uns, der als Publizist oder als Politiker zu Entscheidungen gezwungen war, die er später bedauerte, hat Dummheiten gemacht. Doch dieser Begriff ist zu schwach für die Zustimmung zu diesem Gesetz, und auch das Wort später trifft nicht die innere Lage, denn ich wusste schon damals, dass ich dieses Jahr nie mehr aus meiner Lebensgeschichte auslöschen könne. Zumindest die autobiografischen Folgen seiner Entscheidung aus dem Jahr 1933 waren ihm bewusst. Doch dass er damit auch eine scheinlegale Grundlage für den totalitären Machtstaat geschaffen hatte, der mit Terror und Verfolgung gegen all diejenigen vorging, die nicht zur beschworenen Volksgemeinschaft gehörten, diese Einsicht blieb ihm bis zu seinem Lebensende verwehrt. Steht Heuss also nun für den Sündenfall des Liberalismus im Jahre 1933? Vielleicht ist die Frage falsch gestellt und man sollte sich davon freimachen, einen unbefleckten Liberalismus zu idealisieren, der 1933 seine Unschuld verlor, als er den vergifteten Apfel vom Baum einer illiberalen, autoritären Demokratie kostete. Liberalismus war schon immer vielgestaltig und spielte in der Weimarer Republik den Feinden der liberalen Verfassungsordnung partiell auch entgegen. Trotz aller Gegensätze gab es auch mitunter ideelle Schnittmengen und pragmatische Annäherungen zum Nationalsozialismus. Das Naschen am Baum der autoritären Versuchung hatte also schon vor 1933 stattgefunden, bevor die parlamentarische Demokratie schließlich endgültig zu Grabe getragen wurde.
wie wichtig institutionelle Leitplanken für das Überleben einer liberalen Demokratie sind, schien Heuss bewusst zu sein. In seiner ersten Silvesteransprache als Bundespräsident stimmte er die Bürgerinnen und Bürger auf die schwierigen Verfahren einer parlamentarischen Demokratie ein. Das Schimpfen und Höhnen an der Bierbank ist nicht die rechte Begleitmusik. Denn nie war einem Parlament in einem Staatswesen mit geknickter Souveränität eine solche Last auferlegt. Verweigern ihm der böse Willen oder die Ungeduld das Vertrauen, so heißt das nur unfrohe Lähmung. Wollt ihr wieder den Reichstag der 30er Jahre, wo alles so glatt ging? Es würde der glatte Weg, der in den Abgrund führt. Das demokratische Verfahren war nie glatt und bequem. Mit seinen Bremsvorrichtungen verteilt es die Verantwortungen. Und im tiefsten Sinn will es den Bürger dazu erziehen, selber Verantwortung zu übernehmen. Mit seiner Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz hatte auch Heuss ein Stück weit den Weg in den Abgrund mitzuverantworten. Den Preis für die Selbstaufgabe der liberalen Demokratie, des Rechtsstaates und der Freiheitsrechte mussten dann aber vor allem andere zahlen, die nicht im Reichstag abgestimmt hatten, wie zum Beispiel die Familie von Hans Meyer, der das Heuss nie verzeihen konnte. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.